Kurven mit zwei Scheitelpunkten sind in Chicago an der Tagesordnung. Wenn du die gut erwischst, ist das die halbe Miete. So, da sind wir wieder am Start. Und herzlich willkommen zu Grid 2, zur Intel Checkpoint Serie. Das sind jetzt drei Rennen. Ich habe mir mal. Jo, danke schön. Ich habe mir mal die Viper ausgesucht dafür. Wenn du dieses Tempo beibehältst, kannst du gewinnen. Und ich fahre jetzt hier ein bisschen Checkpoint, wie ihr seht. Völlig überraschend beim Namen Checkpoint Serie, ne? Ich weiß, ist super. Mann, geh weg. So. Okay. Mal gucken, wie weit ich komme hier, aber eigentlich sollte es doch ganz gut laufen. Ich fahre den Spaß ja nicht zum ersten Mal. So, lange gerade. Halbwegs lange gerade, zumindest. Länger als der Rest. Eine ganze Menge Zeit ist hier noch übrig. Aber das geht ja nachher so schnell runter, weil man ja immer weniger Zeitgutschrift durch die Checkpoints kriegt. Also die Viper fährt sich ein bisschen anders als Multiplayer, wo sie getuned ist. Aber das macht ja nichts. Du hast noch richtig viel Zeit. Push einfach weiter. Kann man sich ja darauf einstellen. Jo. Immer noch eine Minute übrig. Ja. Was gibt's Neues? Ja, gar nichts. Eine Weile nicht gefahren. Ich hatte ziemlich viele Folgen im Vorlauf hier im Singleplayer. Ich glaube eine Woche oder so bin ich jetzt nicht gefahren. Deswegen war es mal wieder an der Zeit. Aber ich hatte ja auch irgendwie 8-9 Folgen am Stück vorproduziert. Da kann ich mir das Buch erlauben. Und da ist das Automatsch. Aha, toll. Muss wieder ein neuer Aufkleber drauf, damit man es nicht mehr sieht. Und irgendwann ist, denke ich mal, auch ein Ende vom Singleplayer abzusehen. Das ist einerseits gut für mich, weil das ist ja quasi so, als mache ich zwei Let's Plays von Grid gleichzeitig, ne? Checkpoint geschafft. Und so viel Spaß macht der Singleplayer jetzt nun auch nicht. Also zum Vergleich zum Multiplayer zumindest. Dann kann ich mal wieder was anderes machen. Also ich denke mal, so drei Folgen pro Tag rauszuhauen insgesamt mit allen Let's Plays, die ich aktuell laufen habe, geht immer noch. Und aktuell sind es halt vier, weil ich jetzt beim Multiplayer zwei Folgen rausballer. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das beibehalten werde. Wird man dann sehen. Ja, das ist eben relativ aufwendig, auch mit dem Hochladen. Das dauert ja ganz schön lange. So, für 20 Minuten Folgen brauche ich ungefähr 1,5 Stunden. Und ja, im Hintergrund läuft auch gerade ein Upload. Deswegen spiele ich unter anderem jetzt den Singleplayer. Da bietet sich das an, aber im Multiplayer kann ich mir sowas natürlich nicht erlauben. Dann brauche ich nämlich die Leitung. Sonst ruckel ich mir hier einen auf der Strecke ab. Und das macht ja dann bestimmt ganz viel Spaß für alle anderen und für mich auch, wenn ich da nicht weiß, wo wer ist. Aber dann gibt es wieder Unfälle und Beschimpfungen ohne Ende. Gut, die Beschimpfung will ich nicht hören, weil bisher jeder ist gemutet, ne? Und wenn der Cruiser wieder durchdreht, dann hören die anderen das zumindest. So, hier nochmal ganz elegant. Ja, das macht Spaß. Heckantrieb. Was Feines. Das war die schnellste Runde dieses Rennens. Ja, schön, als wenn ich davon irgendwas hab. Ja, im Winter sind natürlich nicht so praktisch mit Heckantrieb, ne? Das man kaputt. Da fährt man mit Frontantrieb eigentlich besser. Das war ein sehr ungünstiger Drift hier gerade. Machen wir es nochmal. Schon besser. So, danach rum und danach rum. Immer noch zweiter, wie es aussieht. Oder der Franzose da vorne, hier, Lucien Galfion, schummelt sich wieder durch die Gegend. Da sind mal 800 Kilometer gefahren. Das weiß man noch nicht so genau. Ich hoffe mal, ich krieg's hier noch hin. So scheiße fahre ich eigentlich nicht, dass das hier unmöglich wäre. Ja, wer weiß, ne? Langsam wird's knapp. 10
Sekunden noch. Ja, ich weiß. Ich kann auch lesen. Du bist super unterwegs. Du kannst diesen Checkpoint schaffen. Ja, ich weiß. Den schaffe ich auch noch. 5 Sekunden noch. Ah, der nächste wird vielleicht ein bisschen eng. Ah, scheiße. Komm schon. Mist. Oh, er ist dann sehr gut. Bestimmt 8 Kilometer Vorsprung, ne? 13,715. Naja, 500. Du na gut, dann bei der Wertung. Lass sie dir nicht wieder abjagen. Jo, sehr gut. Sehr gut. Gewonnen. So, ein Schlückchen trinken. So. Durst ein wenig gelöscht. Kehle angefeuchtet. Die Côte d'Azur bietet kaum Auslaufzonen. Acht auf eine gute Linie. Wir wollen auch nicht laufen, wir wollen Rennen fahren. Und los geht's. Mal schauen. Ist natürlich immer gefährlich hier mit den Felswänden. Und den Schildchen. Da habe ich auch so meine Erfahrung gemacht. Da ist schon mal eine Leitplanke und da ist eine Wand. Aber noch keine Felsen. Aber da sind Schilder. Ein bisschen behutsam fahren. Das hat dir zusätzliche Zeit gebracht. Irre. Nein. Verdammt. Das war blöd. Zeitbonus gesichert. Das war auch blöd, aber nicht ganz so blöd. Wie der vorige blöd Quatsch. So. Vielleicht kommt eine enge Kurve. Aus dieser Richtung ist die mal einfacher. Meiner Meinung nach, also so zumindest meine Erfahrung. Ich hatte die aus der anderen Richtung kommen. Eher selten geschafft. Fehlerfrei. Selten bis gar nicht, um genau zu sein. Meine üblichen Feinde mal wieder vorne, ne? Zumindest zwei, die mir jetzt was sagen. Einer ist hinter mir. Sind ja auch mehr oder weniger immer dieselben Namen, bis zum nächsten Checkpoint. Die einen hier beim Weg laufen. So, durchs Dörfchen hier. Noch 5 Sekunden bis zum nächsten Checkpoint. Oh, Kacke, was geht denn hier? Fünfter, was ist denn hier passiert? WTF? Wie soll denn das gehen? Im Moment liegst du auf Platz 2 der Wertung. Nein, ich will zurück. Dass du beim nächsten Mal vor dem Gesamtführenden über die Linie kommst. Ich wollte neu starten, verdammt. Warum kann man da nicht Zurückknopf einbauen? Nur was bescheuert ist. Na, das wird ja jetzt ein Spaß. Super, 6 Punkte Rückstand bei noch einem Rennen. Klasse. Das wird super. Ich will das ganze Event gleich nochmal fahren. Dieses Auto neigt den Kurven zum Driften. Nutzt das zu deinem Vorteil. Schaut mich das schon wieder an. Wer denkt sich denn so eine Kacke aus? Mal ehrlich, Codemaster, was soll das? Genauso wie mit dieser behämmerten KI, die sich nicht überholen lässt. Oder wegrammen lässt, weil sie einfach 100 Tonnen wiegen, die Autos von den Gegnern. Zeitbonus gesichert. Und dann dieser nervige Zwischenkommentar. Mann. Ja, toll, danke. Bloß nicht bremsen. Ach, mit Ma, ja? So eine Scheiße, das kotzt mich an. Und das nur, wenn man jedes Rennen oder jedes Turnier immer komplett gewinnen muss,
wenn man sonst nicht genug Fans kriegt. Und das ist bis jetzt so meine Erfahrung gewesen. Das ist einfach nur behämmert. Aus dem Weg. Ich hasse es. Singleplayer ist irgendwie nur ärgerlich. Ja, mal gucken, was das jetzt wird. 10 Sekunden noch. Das wird doch bestimmt auch nichts. Und so scheiße fahre ich ja eigentlich gar nicht. Ja, bis zum nächsten Checkpoint komme ich auf jeden Fall nicht. Das wird nichts. Ja, vor allem nicht bei sowas. Wenn er sich mal wieder einfach aufbäumt, der Wagen. Zwei. Eins. Ja, super. Dritter, ist klar. Die anderen sind wieder einen Kilometer vor mir, ne? Meter. Mann, das ist doch bescheuert. Fahr in Position und warte auf die Ampel. Ja. Fahr gleich in Position und hau dir in die Fresse. Checkpoint-Rennen gehen gegen die Uhr. Achte auf langsamere Fahrer vor dir. Ja, ist mir noch nicht aufgefallen. Na gut, dann versuchen wir es halt nochmal. Und ärgern uns hier nochmal. Denn es ist immer noch blöd. Naja, ob ich jetzt schneller war, weiß ich noch nicht. Das wirkt auf jeden Fall so. So, Callum Kirkwood. Geh aus dem Weg. Gut, den haben wir schon mal. Ich denke mal früher als auch vorhin. Als vorhin, ja, genau. Überholt. Oder bin ich hier so im seichten, dahingeleiteten Modus gefahren? Das ist möglich, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. So langsam kam mir das vorne auch nicht vor. Ja, danke. Das war an sich schon wieder scheiße. Viel zu früh eingelenkt. Viel zu spät eingelenkt. Ist doch wieder unglaublich. Ah, schon besser. Du liegst super in der Zeit. Weiter so. Aha. Noch 10 Sekunden bis zum nächsten Checkpoint. Oh, ist das dumm. Hätte ich auch viel schneller rumfahren können. Wenn ich schon die Mauer fahre, dann wenigstens. Ordentlich, ne? Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Mann. Komm ich jetzt hier ein bisschen weiter? Noch 5 Sekunden bis zum nächsten Checkpoint. Das ist schon so knapp. Okay, zweite, aber erster wird wieder nichts. Hämmelt man doch, der andere ist doch schon. Achso, der fährt ja auch weiter, wenn er fertig ist. Komisch, jetzt komme ich mit 5300 weiter und die anderen haben vorhin 5400 geschafft. Ha, zwei blöde Meter. Sehr gut. Klasse Leistung. Du hast den dritten schönen Schach gehalten. Ja, toll, ich bin zweiter. Ich kann den Mist nochmal fahren. Toll, 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 toll. Ja, ich zeig dem Spiel gerade den Finger. Für alle, die es interessieren. So was Behämmertings. Ich kann wetten, dass es nicht reicht. Und selbst wenn, ich will es ja auch gewinnen. Blödsinn hier. 13,388 Millionen. Und 750. Gut, solange du nicht perfekt vorbereitet bist, sind wir noch nicht bereit. Das Serienfinale ist ein weltweites Event mit Millionen von Zuschauern. Sogar ich spüre den Druck. Oh, sogar du spürst den Druck. Mach dich bereit. Dann geht's los. Ich fahre jetzt hier noch eine Challenge, ja.
Dann ist die Folge wenigstens zu Ende. Dann fahre ich in der nächsten Folge den Scheiß nochmal. So. Fertig. Ja, ja. Klemm dir dein blödes Intro. Hochglanzpoliert. Du hast hier eine ganz gute Serie. Bau sie weiter aus. Ja, noch mehr Folgen von der Serie. Also ein riesen Einschaltquoten-Erfolg. Eine Minute 10 muss ich schaffen. Mhm. Schauen wir mal, ob es das wird. So, ein bisschen bremsen, ein bisschen driften, ein bisschen mauern. Weniger nach hinten gucken, mehr nach vorne fahren. Gucken und fahren. Das ist wohl machbar. Gut, Ziel erfüllt. Fahrzeug freigeschaltet. Ja, Weltklasse. Super-duper-Klasse. Und kein Ziel erfüllt. Yes! Wirf einen Blick auf deinen Rennkalender. Wir brauchen ein paar gute Ergebnisse. Ja, okay, gut. Ja, dann soweit erstmal bis hierhin. Ich werde jetzt das Ganze nochmal fahren, also Folgeunterbrechung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und tschüss.